Radio 1. Sounds and Stories. Mit MC Lücke. Und heute Abend mit Rod González. Freue mich sehr. Hallo Rod. Freue mich auch, MC Lücke. Schönen guten Abend. Morgens Pauken, das sind die Ärzte und das ist die erste Single aus dem neuen Studioalbum Hell. Und deswegen unter anderem ist Rod vorbeigekommen, was mich wie gesagt sehr freut. Und was mir auch gefreut hat, ist, dass die erste Single, da gucken wir ja so ein bisschen drauf, ja, wer darf jetzt vortreten? Du hast die Musik geschrieben, Bela den Text und das Thema ist das Alte, der Punk. Also eigentlich Pauken, aber es ist ja morgens schon Punken. Ne? Es ist alles, genau. Es ist Punk, 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 alles ist Punk. Wie läuft es ab so nach so vielen Jahren? Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, so dass es bei euch nicht so gut gelaufen ist. Ist es wie in einer Ehe, dass man sich zusammenrauft, wenn man so mal die Eingangsvoraussetzungen sich anguckt? Ihr seid alle unabhängig, ihr seid alle Musiker, ihr könnt alles Mögliche machen und ihr macht dann wieder ein neues Ärztealbum. Was für ein langer Prozess geht dem voraus? Also der Prozess, der dem Album speziell vorausging, waren die Konzerte, die wir gemacht haben. Also wir haben ja erstmal 5 Jahre Stillstand gehabt, wo wir quasi die Pause-Taste gedrückt haben in der Band, weil die Tour zwar die auch war unsere vorletzte, ne? Das war schon, das Album selber war schon eine schwere Geburt. Also da gab es schon, da merkte man schon, da sind Konflikte irgendwie, die einfach nicht geklärt sind. Und das Problem, was du ja bei einem neuen Album hast, speziell in der Größenordnung der Ärzte, ist, du hast ja dann irgendwie die Promo-Schiene, die hinterherkommt und da ist man ja auch nochmal zusammen und dann fährt man auf Tour, dann spielt man die Hallentour, dann spielt man die Sommertour, dann spielt man die Festivals. Also alles in allem bist du dann 3 bis 4 Jahre unterwegs mit einem Album. So. Und wir haben auch live gemerkt, so, dass die Luft spätestens nach der Hallentour relativ raus war. Spätestens als unsere eigenen Festivals, die eigentlich total geil waren. Also wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, das waren richtig geile Konzerte. Also wir waren gut. Klar, wir hatten natürlich auch mal schwache Tage, aber das fast zum Überlaufen hat dann das allerletzte Konzert unserer Tour. Das war ein Konzert, was hinten dran gehangen wurde. Es war ein Konzert in der Schweiz, in Zürich. Und das war grauenhaft, weil das war das für ein Ärztekonzert bei Tageslicht. Also wir haben sehr früh gespielt mit einer dB-Begrenzung von 90 dB. Das heißt, die Bühne war fast lauter als die PA. Und du hast das ganze Gefühl gehabt, da ist überhaupt keine Stimmung. Also dann weder vom Publikum kam so richtig Stimmung auf, noch auf der Bühne. Es war so eine ganz, so, kann man mich hier bitte wegbeamen? So eine Situation, wo du sagst, hey, ich will das hier schnell vergessen machen, diesen Tag. Und wir sind dann eigentlich nach diesem Konzert, jeder ist dann irgendwie in seinen Flieger gestiegen, in die verschiedenen Richtungen. Und dann war erstmal Funkpause für, ich würde sagen, fast ein Jahr oder so, wo wir nichts mehr so miteinander zu tun hatten. Also wo es auch keinen Anlass gab, weil für uns war das erstmal abgehakt. So. Es war erstmal, okay, die Tour ist durch, jetzt muss ich mich um was ganz anderes kümmern. So. Da ging er 5 Jahre oder 4,5 Jahre ins Land und dann kam der Anruf von Bela B. Hier, ich führe durch das Programm bei Rock den Förster in Jammel. Ja, Rock den Förster. Genau. Wäre doch ganz geil, wenn wir einfach Schrei nach Liebe so völlig unangekündigt, so als Überraschung. Hast du Bock? Ja, klar, logisch. Ja, mal gucken, ob Jan da ist. Dann ruft der Jan an, der natürlich auch gerne verreist ist und der auch wirklich viel gereist ist in dieser Pause. Ja, mache ich gerne, aber ich habe, Rod, kannst du mir einen Gitarrengurt leihen? Ich habe auch keine Gitarre, kann ich mir vielleicht die Gitarre da leihen? Der hat wirklich sein ganzes Equipment verscherbelt, verschenkt. Also er hatte schon den Cut gemacht, so, das war's jetzt, ich mache jetzt was völlig anderes. Klar, hat dann irgendwie eine Les Paul sich ausgeliehen oder irgendeine andere Gitarre von Matzen, die irgendwie in diesem Programm waren. Und Matzen haben uns dann diese 4 Minuten oder 3 Minuten zur Verfügung gestellt von ihrem Set, wo wir dann auf die Bühne gekommen sind und Schrei nach Liebe gespielt haben. Also Farin und ich sind dann dahin gefahren, ne, abends, haben uns auf der Fahrt nur über Beatles unterhalten. Also wirklich, also haben Beatles gehört, als ob wir es nicht schon oft genug gehört hätten, aber haben uns dann nur unser Insiderwissen über die Beatles ausgetauscht. Ah, nee, das wusste ich nicht. Ja, ist das so? Ah, und der Lewinson hat dann in einem Buch erzählt, dass irgendwie dann das und das passierte und dieser Track wurde dann in dem Studio aufgenommen. Also 2 Nerds auf dem Weg nach Jameln. Da haben wir diese Nummer gespielt und es muss ganz gruselig geklungen haben, weil ich meine, das war irgendwie ein geliehenes Equipment. Ich hatte immerhin Bass dabei und Gurt und Kabel hatte ich noch nicht mal dabei. Stimmgeräte hatten wir zum Glück, aber ich glaube, die waren auch alles trotzdem verstimmt. Und dann halt dieser Moment, wo du auf die Bühne steigst, dieses Stück spielt und die Leute total durchdrehen. Also die haben wirklich, wirklich laut geschrien. Es sind ja nur 1000 Leute oder so. Aber das war wirklich so, boah, ey, krass, so war das mal. Also wie schnell man sowas irgendwie auch vergessen kann. Und das war der Moment, so, das war ein total schöner Moment für uns drei, also uns dreien zu merken, so,
okay, egal wie beschissen wir jetzt eigentlich das Lied hier gerade spielen, also das Lied ist total wichtig, gerade in diesem Moment, in diesem Augenblick, dieses, auch wenn es dieses dreistündige Beatles-Gespräch mit Farin im Auto war, das war so, man hat dann doch irgendwie festgestellt, so, ey, ich habe die Typen vermisst. Also ich habe irgendwie, es war irgendwie, kann ja nicht alles scheiße gewesen sein, so, ne? Also dieser Moment zu sagen, ey, geil. So, und dann haben wir dieses Konzert gespielt, hat natürlich einen tierischen, eine Welle erzeugt, irgendwie online und irgendwie alle, ah, die Ärzte sind wieder da und so. Und entsprechend kam natürlich auch die große Veranstaltung, die meinte so, oh toll, die Ärzte sind wieder da, ja, wie würden sie vielleicht auf unserem Festival spielen und ob sie, fragt doch mal Kiki, also unser Booker KKT, fragt die doch mal, ob sie vielleicht da und da mal spielen würden. Und wir haben erstmal gesagt, oh nö, das ist uns zu billig. Dann nach ein Jahr Pause vergangen und uns wurde klar, okay, ey, spielen macht total Laune, also das Live-Spielen macht total Lust. Und dann kam natürlich ein fettes Angebot, hier Rock am Ring, Rock im Park, Schweiz, St. Gallen Open Air und Nova Rock in Österreich, in Wien, bei Wien. Ja, okay, das machen wir, aber das können wir nicht einfach so stehen lassen, weil das sind teure Festivals. Fans, die uns sehen wollen, müssen sich so ein sauteures Ticket kaufen, um dann 2 Stunden Ärzte zu sehen. Und wir natürlich auch so ziemlich eingerostet waren für unsere Verhältnisse, weil wir wirklich auch wirklich 5 Jahre kein Ärzte gespielt hatten. Also weder das Programm noch irgendwas irgendwie im Entferntesten was damit zu tun hatte. Ich hatte Abwärts, Mass Shake, Bela hat seine Solo-Sachen noch gemacht und viele andere Projekte, seine Lesungen. Farin hat Fotos gemacht und ist verreist einfach nur, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen uns irgendwie aufwärmen. Lass uns doch eine Clubtour machen, weil wir es ja rechtlich nicht dürfen, wegen Territorialschutz für diese Festivals. Spielen wir doch um Deutschland herum, weil das ist ja dann legal. Und das haben wir dann gemacht. Diese hatten diese, in Anführungsstrichen, Clubtour, weil das waren schon relativ große Läden, halt in Polen, in Tschechien, in Mailand, ne? Mailand, Slowenien, Kroatien, Italien, Frankreich und, war Frankreich auch dabei? Ja klar, war Frankreich dabei, Belgien und natürlich auch England, London, was natürlich jetzt nicht wirklich stimmte, dass es so Grenzland war, aber da haben wir uns auch so ein bisschen so einen Traum erfüllt, ach, wir müssen mal in London spielen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das hat spätestens nach dem zweiten Konzert total Bock gemacht. Also da haben wir auch gemerkt, so, ey, das ist echt geil. Lass uns irgendwie vielleicht eine Tour machen. Also wenn wir die Festivals dann hinter uns haben und so. Und ja, eins ergibt das andere. Ja, aber eine Tour und dann auf die Bühne gehen, wie so eine Jukebox, nur die alten Hits spielen, ist ja auch langweilig irgendwie. Dann haben wir ja dann ganz schnell wieder dieses Gefühl so, oh, so Dienst nach Vorschrift so. Dass wir gesagt haben, wir brauchen neue Songs. Wir brauchen irgendwie neues Material irgendwie. Und lass doch mal gucken, was in uns steckt, um ein Album zu machen vielleicht. Oder eine EP. Es war alles noch so undefiniert. Und wir wollten auch diesen Kreislauf von, okay, Ärzte machen Album, machen Promo, machen Tour, machen Album, machen Promo, machen Tour. Also das wollten wir irgendwie aufbrechen, dass wir gesagt haben, wir gehen ins Studio, ganz entspannt, gehen mal für 4 Wochen rein, lassen das Album mal liegen und dann gehen wir so ein halbes Jahr später nochmal ins Studio. Also einfach, um dieses Ding so zu entzerren, was uns irgendwie, ich glaube, uns alle drei irgendwann auch genervt hat, dass man irgendwie so immer in so einem Trott sich befindet. Ja, und das Ergebnis haben wir gerade gehört, ein Lied davon. Tja, das Ergebnis heißt Hell und ist das circa 24. Studioalbum in der Geschichte der Ärzte. Ja, genau. Das vier. Nee, sagen wir 26. Ja gut, 26. Und die Vinylplatte ist original 181 Gramm, ja, immer 1 Gramm genau, mehr. Genau, ja. Schwerer als alle anderen. Ja, also es gibt natürlich einiges zu sagen zu diesem Album, aber da wir jetzt so schön beim Plaudern sind und du vor allem, was ja auch sicherlich ganz viele Ärztefans interessiert, da will ich doch nochmal nachhaken, weil ich war zum Beispiel bei den Tempelhof-Konzerten und die waren ja eigentlich großartig. Ja. Eins haben die Hosen gespielt, zwei haben wir gespielt, ja, ja. Aber da hat die Chemie schon auch gar nicht mehr gestimmt. Also ich glaube, Bela und du, ihr habt euch nicht mal angeguckt oder sowas, ja. Ja, das, ja, kann sein. Also die Luft war einfach raus. Also es fehlte, also ich kann nur von mir sprechen. Bei mir war irgendwann das Gefühl so, boah, ey, das ist irgendwie. Oh. Und das sind ja wirklich geile Konzerte, man, das sind geile Locations, ja. Also ne, alle Leute da und so. Und du merkst irgendwie so, boah, es ist irgendwie so eine Entfremdung hat bei mir stattgefunden. Einfach so, vielleicht war es auch eine kleine Depression, aber für mich war das so eine Art Entfremdung. So, mir ist das komplett entglitten, mir persönlich. Ich denke mal, jeder Einzelne wird seine eigene Geschichte haben, wie er das gesehen hat. Aber wir hatten davor, muss man dazu sagen, das waren ja schon die Ärztewelt, gab es schon so Momente, die irgendwie diese Spannung noch verstärkt haben. Und Tempelhof, worauf wir uns alle total gefreut haben, haben wir gemerkt, scheiße, kann man das nochmal verschieben? Oh. Weißt du, so dieses Gefühl, so du musst jetzt gleich auf die Bühne, Mann, ey, können wir es nicht eine Woche später machen? Dann bin ich vielleicht irgendwie geistig besser drauf. Weil wir waren mit dem Nightliner irgendwie
angerückt, sind über Nacht gefahren, um da irgendwie rechtzeitig zum Linecheck zu sein. Und lauter so Sachen, also du denkst so, du wirst so durchgehetzt durch deine wirkliche Hochzeit, wo du denkst so, das sind diese Ärzte, ja. Die waren richtig super. Also die waren wirklich alle geil. Ich erinnere mich an eins in Losheim bei Saarbrücken. Das war gigantisch. Also ich meine, das konnte ich auch noch genießen, so, ne? Aber ich fand es auch irgendwie traurig für die Zuschauer, die es vielleicht gemerkt haben, dass auf der Bühne einfach so die Luft raus war. Da muss man auch schon sehr gut kennen, muss man schon sehr gut kennen, glaube ich. Ist natürlich ein Fachmann. Ja. Der sechste Arzt. Nein, aber einen vierten gibt es zumindest. Das ist auch ein spannendes Thema, ne? Auf dem neuen Album Hell, was mir dann aufgefallen ist, die vier Punkte über dem A. Ah ja. Aha. Wir sind jetzt vier, Rod. Naja, also wir haben es also geschafft, dich zu verwirren. Also wir wollen natürlich auch so kleine Fährten legen, wie Is Paul Dead und so. Also hier, ne, If 30. Das finden wir natürlich total geil, dass Leute sich dann irgendwie so Gedanken machen, oh, was ist das? Was könnte das für eine Nachricht sein? Irgendwie? Ja, ja. Ist das der Therapeut der Ärzte, der mit aufs Cover, der hat die Texte vielleicht mitgeschrieben? Also sowas find ich persönlich total geil. Ja, also das Spielerische, das ist ja klar. Ja, sind die Ärzte wieder da? Machen sie eine neue Platte? Machen sie eine Tour? Oder ist es jetzt der Anfang vom Ende? Und dann gab es dieses Galgenmännchen, ne? Ah, ja. Stimmt, ja. Ja, also wir legen viele Fährten. Wir versuchen, die Leute zu verwirren, um eben zu verschleiern, was wir eigentlich dann wollen. Ja, ist irgendwie schön. Das gibt dem Ganzen noch so eine andere Ebene noch dazu. Also. Ja, und das ist auch wie bei allen postpubertären Sachen, die Liebe zum Fußball oder keine Ahnung zu Comics oder sowas, ja. Kann man sowas ja auch weiterspielen. Total. Ne? Auch wir rund um die 50, ne? Ja, natürlich. Gut, dass wir erwachsen sind. Ja. Okay, und du sagst jetzt ja selbst, eigentlich sollte man vor solchen Konzerten, Tempelhof, sollte man in Berlin sein, man sollte ausgeruht sein, man sollte, das sind ja Festtage, Feiertage, so große Konzerte noch in der Heimatstadt habt ihr ja auch nicht alle Tage. Und wenn man dann sich vorstellt, ist sehr interessant, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, ja, dass man mal weiß, wie das ist, ja, dass ihr quasi in der Nacht vorher durchgefahren seid, um zum Linecheck da zu sein. Das ist ja eigentlich nicht vorstellbar, da würde man ja immer denken. Sie fliegen ein in ihrem Privatjet und landen im Hubschrauber. Ja, oder kommt zumindest gemütlich aus Kreuzberg, ja. Ja, also, so war es nicht. Das wäre schön gewesen. Weißt du, wir hatten diese, zum Beispiel dieses 15 Jahre Netto-Konzert in Kreuzberg. Das war ja so ein Ding irgendwie so, oh, ich fahre jetzt mal zum Konzert. Ne? Da ist man ins Auto gestiegen, in den Backstage-Bereich. So, das war schon dieses entspannte Aufspielen, so, ne? Und das hatten wir in Tempelhof zumindest bei der ersten Show überhaupt nicht. Das war so, weißt du, du wärst im Nightliner geweckt von irgendeinem Linecheck einer Bassdrum. Also so dieses typische Festival-Feeling und das ist so, oh, und dann war es warm und du kommst verschwitzt aus dem Bus und ja, egal. Also Leiden auf sehr hohem Niveau. Aber was mich überrascht, sind ja so zwei Ebenen. Also ich meine, dass ihr super erfolgreich gewesen seid, im dritten Jahrzehnt die Verkaufszahlen noch habt steigern können. Da glaube ich, gibt es weder national noch international viele Bands, die das von sich behaupten können. Also ihr habt Geld. So ihr könntet euch richtig was leisten. Ja, auch eine großzügige Planung, was das Booking betrifft, schön mit Pausen vorneher. Und ihr könnt es euch richtig gut gehen lassen. Haben wir auch. Das haben wir alles. Aber die Konstellation da war leider nicht so machbar. So, okay, ne? Ihr achtet also generell schon drauf. Total, ja klar. Gerade bei diesen großen Veranstaltungen, wo langer Aufbau ist und irgendwie extrem viel Vorbereitung von der Crew-Seite irgendwie ist, auf jeden Fall. Also da versuchen wir zumindest, wenn das terminlich machbar ist, irgendwie Ruhe davor zu haben. Klar. Weil das denke ich, bei euch kann es ja eigentlich nur noch darum gehen, Spaß zu haben, ja. Und das möglichst hochprofessionell alles abläuft. Ja, genau. Und die Schilderung sprach jetzt so völlig dagegen. Aber das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Also auch wie du erzählt hast, dass ihr nach Jamel gefahren seid zu Jamel Rock den Förster und Jan hatte nicht mal mehr eine Gitarre. Ja, also das gibt's ja eigentlich gar nicht. Du würdest ja kein Gurt. Also da würde man ja denken, jemand wie Farin Urlaub oder du auch oder so, ihr habt ein Sammelsurium, ein eigenes Zimmer wie Metallica mit Instrumenten und so und ihr geht ja, da rein. Ja, das ist so. Ich hab's noch. Bela hat auch eine riesen Sammlung an Gitarren mittlerweile. Also ich staune immer wieder, was der für Gitarren hervorzerrt, obwohl er Schlagzeuger ist. Ja, aber in dem Moment war das einfach, das war so spontan. Also meine Sachen sind alle im Lager und ein Lager muss ich den Schlüssel besorgen und dann erstmal suchen durch 1000 Cases. Also das war dann schwierig, irgendwie ein Gurt. Vor allen Dingen, der Typ ist ja auch so groß. Also findet man so einen langen Gurt für ihn. Und er hat wirklich sein ganzes Equipment weggegeben. Heißt, er hat auch gar keine Musik gemacht in der Zeit. Nee, gar nichts. Der hat gar nichts mit Musik zu tun gehabt. Könntest du dir das vorstellen, als Vollblutmusiker überhaupt jahrelang keine Musik zu machen? Nicht mal für dich? Nee, das glaube ich nicht. Also,
Nee, also für mich selber mache ich sowieso kaum Musik. Also ich mache eigentlich gerne Musik mit anderen, also oder für andere oder produziere sowas, arbeite im Studio. Das könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, so gar nichts mehr mit der Musik zu tun haben. Also außerdem konsumiere ich ja Musik. Ich höre mir immer noch Platten an und freue mich auch immer, Sachen zu entdecken, die mir gefallen und für die ich mich dann begeistern kann. Und dann denke ich auch immer so, ja, das ist geile Platte, ja, cool, ich leg die noch auf und oder höre die in Dauerschleife oder so. Und das sind so Momente, wo ich immer denke, so, ah, du hast es noch nicht verloren. So diese Liebe für die Musik, natürlich auch den Hass für Musik, die man scheiße findet. Ja, das ist bei mir immer noch drin und bei Bela extrem. Ich meine, Bela ist der beste Plattenkunde, den sich eine Band wünschen kann. Der Typ kauft, ich weiß nicht, für wie viel Tausende von Euro im Jahr Platten. So, und dann Vinyl und CD und dann noch das und dann Download und hier noch. Also, war mal erstaunlich. Wann hat er denn die Zeit im Leben, um das alles zu hören? Ja, aber so wie du sagst, also die Liebe zur Musik, sich zu behalten, das habe ich auch gemerkt, das hilft auch in schwierigen Zeiten. Also es gibt natürlich Zeiten, wo man keine Musik hören kann, weil einfach zu viele Gefühle transportiert werden, habe ich festgestellt. Dann ist es zu viel. Man kann da auch nicht teilhaben daran, weder ob jetzt jemand besonders gut oder besonders schlecht drauf ist. Mhm. Aber dann, wenn man die Musik wiederentdeckt, so war es bei mir, dann habe ich mich riesig gefreut, weil ich gedacht habe, guck, das ist der Schatz deines Lebens. Ja, das ist das, was du dein Leben lang gemacht hast und das, was dein Leben lang dir einen Kick gegeben hat, und das funktioniert immer noch. Genau, das Seelenfutter sozusagen, was irgendwie ein Teil, der vielleicht nicht physisch darstellbar ist, irgendwie einen eigentlich mit ernährt. So. Ja. Aber ich bin natürlich in erster Linie Fan, ja, und ihr seid natürlich Musiker. Und wir sind auch Fans. Du bist auch Fan und Bela ist auch Fan und Farin ist auch Fan, Beatles-Fan vor allem. Da hat er ja meterweise 15 Meter, glaube ich, allein Literatur und alles, was es an Tonträgern gibt und so weiter. Aber er kann diese Gitarre verkaufen, verschenken, nicht im Haus haben. Das ist für mich wirklich faszinierend. Ja, und das zeigt natürlich auch, dass ihr dann wirklich an einem Punkt war, wo nicht klar war, dass ihr weitermacht. Und absolut, ja. Und nach der Schweiz, wie geht man dann auseinander? Wie verabschiedet man sich? Sagt man dann, ruf mal an oder sowas? Oder? Gar nicht. Also das fand gar nicht statt, weil wir haben irgendwie nach diesem Konzert sind Bela und ich noch ausgegangen. Farin wollte im Hotel bleiben und dann hast du das Ding irgendwie, jeder fliegt zu einer anderen Uhrzeit am nächsten Tag. Der eine will ganz früh fliegen, der andere erst später, der andere mittags. Das heißt, wenn man jetzt nicht frühstücken geht morgens im Hotel, dann wirst du die anderen nicht mehr treffen. So. Es sei denn, du verabredest dich vorher und so. Und das fand eigentlich nicht statt. Also ich konnte mich vom Bela eigentlich nur abends verabschieden, an dem Abend, wo wir dann weggegangen sind, irgendwie in eine Kneipe. Und was sagt man dann so? Mach's gut, Alter, oder so viel Erfolg bei deinen Projekten oder wir sehen uns nächstes Jahr oder so? Oder geht man einfach und sagt so? Wir halten die Hörer vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern, was wir gesagt haben. So. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Krass. Ja. Bist du jetzt richtig froh und glücklich, dass ihr wieder zusammen seid? Auf jeden Fall. Also das ist, ich habe es vermisst. Also ich habe ja auch mit anderen Bands jetzt irgendwie diese Erfahrung gemacht, in ganz kleinen Läden zu spielen und wirklich im Vito oder Krafter irgendwie auf Tour zu fahren, mit dem Equipment hinten drin selber aufbauen, selber Soundcheck machen, selber alles abbauen und verstauen und so. Auch geil. Also das war auch schön. So, es war wie früher. Das hat so eine ganz andere Dynamik. Aber ich habe es dann doch schon so vermisst, irgendwie ein Konzert zu machen, wo man auf die Bühne steigt und eigentlich gar nicht weiß, wo es hinführen wird. Das habe ich bei den anderen Bands eher nicht. Da habe ich ja eher so dieses, wir haben eine Setliste, die arbeitet man ab und dann sind die 90 oder 97 Minuten rum und dann geht man von der Bühne, spielt Zugabe, Feierabend. Und bei Ärzten ist es ja nicht so. Bei Ärzten hast du zwar eine Setliste, aber die kann sich dann auch schon mal ändern. Und du weißt nie, wo das Konzert hinführen wird. Wird das ein totaler Flop, den wir wieder auffangen müssen? Oder wird das vielleicht eine total alberne Show? Oder wird das eher eine ernste Show, die dann wieder ins Gegenteil umkippt und so? Das ist irgendwie schon so eine Wachsamkeit hat man dann bei den Ärzten. Also habe ich zumindest auf der Bühne, weil du nicht weißt, wo geht's jetzt hin? So, was kommt als nächstes? So, wer baut denn den nächsten musikalischen Schnitzer oder Gag ein, der andere aufgreift und dann was Neues draus entsteht irgendwie? Das ist schon eine andere Art zu musizieren. True Romance, die neue Single vom neuen Album der Ärzte Hell, und davor ja ein Stück aus der Feder von Bela B., Musik und Text Clown aus dem Hospiz. Du bist allein, du lachst. Ja, das ist ein so lustiges Lied. Ja, es ist aber auch ein bisschen melancholisch. Ne? Total, ja, so, ja klar. Singt dann so, du bist allein, wo nimmst du denn deine Kraft her? Mhm. Wenn der Künstler glücklich ist, nimmt man von ihm kaum Notiz. Er ist der Clown aus dem Hospiz. Ja.
So, Bela kommt so mit dem Text und sagt so, ich habe hier einen Song, Clown aus dem Hospiz und so, und ihr so, echt? Oder wie geht das? Wie arbeitet ihr zusammen? Ist es dann quasi ihm überlassen, weil er jetzt hier Musik und Text gemacht hat? Kann er dann alles machen? Oder? Also wenn wir die Stücke machen für ein Album, war das eigentlich immer so, dass jeder Stück für sich macht und versucht mit dem Inhaltlichen oder mit dem Musikalischen den anderen zu überraschen. Oder mal gucken, irgendwie sowas, mal gucken, auf was für eine Reaktion dann kommt, ne? Und dann sucht man sich auch schon mal sehr absurde Themen oder sehr absurde Musikgenres, mit denen man versucht, so etwas zu machen, womit die anderen überhaupt nicht gerechnet haben. Und so ist es eigentlich auch bei Bela genauso, also dass er so Stücke vorhält, uns dann vorhält und dann so im letzten Moment dann irgendwie spielt, damit er und sich total schon freut auf unsere Reaktion. Ob wir irgendwie sagen, Alter, du hast nicht mehr alle Tassen am Schrank oder was ist das denn für ein ekliges Lied? Also das ist eigentlich so der Motor, der uns antreibt, Stücke zu machen. Und in Farins Fall, der hat ja so einen unglaublich riesen Output. Ich meine, wir sind ins Studio gegangen, da hatte er schon 24 Nummern komplett fertig. Ne? Also, und da war alles bei. Da waren noch viel, viel mehr Themen, die wir jetzt nicht auf dieses Album genommen haben. Aber der Typ ist wirklich so eine Schreibmaschine, was so Songs angeht, unglaublich. Dafür, dass er, wahrscheinlich hatte er so starke Entzugserscheinungen, weil er so lange nichts gemacht hat einfach. True Romance hat mich ein bisschen überrascht. Also inhaltlich ist ja eine Auseinandersetzung mit Siri und Alexa. Ja, ja, in der ersten Ebene, ja. Ja, und in der zweiten? Naja, also ich meine, da geht es ja um eine Beziehung. Also so ist ja eine Beziehungskiste. Ja, ich meine, das hat dich jetzt nicht überrascht? Nee, es hat mich überrascht, dass das die zweite Single ist. Ach so. Weil es thematisch mich überrascht hat, dass ihr, klar, ihr spielt so ein bisschen damit, aber in erster Linie geht es ja um diese Geräte, die ich gar nicht habe. Ja, und das ist natürlich ganz witzig. Ich sag Alexa mal, was die haben wir auch nicht. Habt ihr auch nicht. Farin hat, glaube ich, überhaupt kein Gerät. Er hat noch nicht mal einen Wasserkocher hat er. Nee, also ich glaube, der Schwerpunkt bei dem Lied sind die Reime. Und die Reime sind teilweise echt absurd. Also ne, eigentlich auf der Suche nach den Reimen zu Alexa. So, ne, da gibt's nicht so viel, was sie drauf reimt. Und wie er da so dahin kommt, ich finde bei dem Lied ja total, also wenn wir jetzt auf der textlichen Ebene sind, wie er auf bestimmte Sachen kommt, also wie er, um den Reim zu suchen, irgendwo hingeht und dann trotzdem dann sich schon wieder eine neue Situation irgendwie aufmacht, ist schon ziemlich geil. Also und ich glaube, das war eigentlich nur der Motor bei dem Lied. Einfach, ich will geile Reime machen, die so absurd sind. Gucken, wie die Typen jetzt hier reagieren neben mir im Raum. Und musikalisch, okay, wir haben das Lied natürlich als zweite Single ausgesucht, weil wir natürlich auch wollten, dass es auch im Radio gespielt wird, also damit man damit auf sein Album aufmerksam machen kann. Und das ist bei Morgens Pauken, war uns das bewusst, dass es jetzt nicht so der Song ist, der so im normalen Formatradio um 20 Uhr laufen wird oder mittags oder morgens Programm. Es wurde zwar gespielt, aber wirklich nur vereinzelt. Also das war eigentlich der Grund für True Romance. Und ist eine dritte Ebene vielleicht auch die Auseinandersetzung mit dem Alter? Weil bei Farin habe ich so sehr den Eindruck, ja, überhaupt bei dem Album habe ich den Eindruck, also man will jetzt kein Alterswerk machen, das würde ja zu den Ärzten nicht passen, ja, da hat wahrscheinlich keiner Bock drauf. Dennoch ist es ja thematisch so, bei so Songs wie Ich am Strand oder sowas, wo Farin dann auch seine eigene Biografie eigentlich so ein bisschen szenisch oder... Ja, es ist nicht seine Biografie, es ist eine Biografie, ne? Also genau. Ich glaube, er wollte einfach den Moment, wo jemand alten, zum Beispiel einen Obdachlosen sieht, sich den Gedanken zu machen, wo kommt der Mensch eigentlich her, wie kam er in diese beschissene Situation? Und ich glaube, das hat ihm so den Input gegeben, ich muss das mal irgendwie so einen Text fassen. Also ne, die verschiedenen Etappen des Lebens, bis er dann quasi als Obdachloser irgendwann so ein Penner irgendwie in der Ecke liegt. Und das war, glaube ich, eher der Motor, so autobiografisch eher nicht bei Farin. Also nicht, wo wir hinten rauskommen, aber die Szenen, die er beschreibt, so die am Strand sich abspielen, wenn man einen Steifen hat und sowas, ja, oder wenn man, also Westerland fällt einem natürlich auch ein. Und wenn man jetzt so wie ich auch ein Wessi ist und war auch sein Leben lang in Westerland, ja, jedes Warst Jahr, du, so, ja, also wie Campino immer zum Wolfgangsee musste ich immer nach Westerland. Meine Eltern haben immer richtig schön Gas gegeben in der Pfanne oder wie die Läden damals hießen. Und wir Kinder haben uns dann gelangweilt, weil keiner mit uns spielen wollte oder sowas. Ja, also ich fand es nicht so geil. Ich finde es jetzt schöner, dort zu sein. War ein bisschen fast traumatisch in der Kindheit. Keine Freude, es geht wieder nach Sylt. Ja, zwei Songs, die wir jetzt hintereinander hören, wo ich auch immer so Corona mitgedacht habe, wo ich gedacht habe, wann sind die Texte entstanden? Ja, also hier sind die ja sehr sehnsüchtig, als hättet ihr das schon auf dem Schirm gehabt, Corona, oder? Nee, das war, also wir sind ins Studio gegangen, Oktober 2019, also
da war von Corona noch keine Rede. Wir waren mit dem Studio fertig und das heißt, bis dahin waren eigentlich alle Texte soweit schon da und alle Songs. Und Corona kam ja, wenn ich mich recht erinnere, im März. Also ich kam gerade aus meinem langen Urlaub aus Chile wieder, Ende Februar, Anfang März. Und dann war ja eine Woche später war ja schon der Lockdown. Und hat natürlich auch unsere Produktion komplett über den Haufen geworfen, weil wir hatten eigentlich vor, Ende März weiterzumachen. Und zwar in Kreuzberg. Wir hatten irgendwie überlegt, wir machen einen Teil in Hamburg, einen Teil in Berlin. Und das war natürlich dann alles für den Arsch. Weil wir noch nicht mal wussten, ja, wie sieht's denn in 4 Tagen aus? Darf man dann überhaupt noch irgendwie Stadtteile wechseln? Darf man da überhaupt noch reinfahren oder rausfahren? Dass wir das auch nochmal verschoben haben. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu, nicht billig, aber zu unwürdig für die Ärzte, so ein tagesaktuelles Lied zu machen. Wir haben ja den Quarantäne-Song gemacht, ne? Und das ist auch alles, was man zu dem Thema dann eigentlich als Ärzte zu sagen hat. Und ihr wart auch echt schnell. Ihr wart, glaube ich, wirklich die Ersten. Wir waren mit die Ersten, ja. Und danach kamen ja ganz gruselige Sachen zum Teil. Ja, also da gibt es wirklich die Wall of Shame, ist da, die ist einfach immer größer geworden. Und das war ja auch so ein kleiner Schnellschuss. So, ey, wir müssen irgendwas machen. Lass mal irgendwie, ne, wenn wir schon jetzt wissen, wir gehen jetzt noch nicht ins Studio, wie können wir da ein Statement machen, so irgendwie dazu? Mit der so Maske, trag die Maske und so, bleib zu Hause, irgendwie steck deine Mitmenschen nicht an und so. Ja, das ist da relativ spontan entstanden. Das ging ja auch sauschnell. Ich meine, wir haben glaube ich, in 2 Tagen das Ding wirklich auf Handys aufgenommen. Ich habe es dann irgendwie zusammengeschnitten. Und das irgendwie dann hat Jan hat noch, glaube ich, so ein paar Streicher noch gemacht und ein bisschen Percussion. Und fertig war das Ding. Raus ins Netz. Hier, Leute, die Ärzte sind da. Ja. Ich wollte noch bei dieser dritten Ebene, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, aber als Musikkritiker und Mensch im selben Alter, wir sind ja alle ungefähr im selben Alter, dabei guckt man natürlich auch so ein bisschen drauf. Und wenn ich dann so diese zwei Songs so nehme, Ich am Strand und das letzte Lied des Sommers, die wir wie gesagt gleich hintereinander weghören werden, dann habe ich so das Gefühl, dass Farin da sich mit seinem Alter beschäftigt. Also auch True Romance ist ja eigentlich eine Abgrenzung zu einer Nachfolgegeneration. Also ich denke ans neue Public Enemy Album, When the Grid Goes Down. Bei Grid ist es auch so, dass Chuck D die Leute auffordert, was ja oft jetzt auch Thema in Musiksongs ist, sich vorzustellen, es gibt das alles nicht mehr. Internet, soziale Medien. Wahrscheinlich kommt nur jemand in unserer Generation darauf, weil er die Welt überhaupt noch so kennt und vielleicht Sehnsucht danach hat, dass die mal wieder so ist. Das spielt auf jeden Fall mit rein, ja klar. Also auch diese Auseinandersetzung mit neuen Technologien oder so, das ernst nehmen oder eben komplett ignorieren, das sind ja auch Themen, die uns wirklich tagtäglich beschäftigen. Also wir sind ja auch eine der Bands, die wirklich, wahrscheinlich eine der letzten Bands, die überhaupt gesagt haben, ja gut, jetzt gehen wir doch auf Streaming, jetzt gibt's unsere Platten doch auf Spotify, irgendwie so zähneknirschend. Ja, ihr wart alle, auch die Hosen, die Elements, unser Element of Crime, lange habt ihr euch gewehrt, aber dann letztlich ist ja, weil du einfach nicht mehr stattfindest. Also so, ne, das ist, also wir haben es dann einfach uns so argumentiert, okay, wir müssen das wie so ein Radio sehen, so ein, wo die Leute ihre eigene Sendung quasi sich zusammen, ihre Playlisten zusammenschustern. Und viele in der Fans natürlich auch gesagt haben so, ey, nee, also ich habe gar keine Platten mehr, ich kaufe keine Platten mehr, ich kaufe keine Downloads mehr, so, wann seid ihr denn jetzt auch mal irgendwie da im Streaming? So, und da musst du irgendwann auch sagen, okay, gerade auf die jüngere Generation, die sollen ja auch die Ärzte kennenlernen, ne? Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir jetzt erstmal unseren Katalog da rein. Aber ihr macht auch klar, wo der Hammer hängt, und der hängt immer noch bei der CD, die lobend erwähnt wird von euch. Ja. Vinyl. Ja. Und das Vinyl, bevor wir jetzt gleich die 2 Farin-Songs hören vom neuen Die Ärzte-Album Hell, es ist wirklich ein Kunstwerk. Und das betont ja auch nochmal den Wert, den ästhetischen Wert von Vinyl. Ja, die Cover, also, die haben uns ja auch damals als Jugendliche, als Musikbegeisterte Fans einfach mal total interessiert. Also vor so einem Cover saß man doch stundenlang, nüchtern oder auch nicht, und hat sich das immer angeguckt. Absolut. Ja, gerade die psychedelischen Sachen früher aus den 70ern, und wo ein Artwork auch in der entsprechenden Größe, und wir haben ja schon CDs eigentlich verachtet, ja, aber die sind ja jetzt schon gut im Vergleich. Im Vergleich zum Streaming auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Und da habt ihr natürlich auch ein Zeichen gesetzt und gesagt, also was wir richtig geil finden, ist eigentlich Vinyl, ja, weil das kostet ja ein Vermögen. Also diese Fotos sind ja auch großartig. Ja, also diese schöne Session. Fotos bei, ja. Da sehen wir richtig gut aus mal. Ja. So, Spaß beiseite, jetzt hören wir die beiden Farin-Lieder, Ich am Strand und zuvor das letzte Lied des Sommers. Und das Schönste ist, diese 2 Songs sind weder die letzten in der heutigen Ausgabe von Sounds and Stories hier auf Radio 1 vom neuen Ärzte-Album Hell. Wir haben noch nicht mehr über den Titel gesprochen, aber vieles andere. Und deswegen bleibt Rod dankenswerterweise auch für die 2. Stunde. Ja, bitteschön. Ja.
Nils hat den Tastenficker an den Decks. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mir fiel gleich heute eine peinliche Geschichte ein, als ich an die Sendung gedacht habe. Die Sendung mit Flake, kommenden Dienstag ab 21 Uhr. Mehr Infos wie immer auf radio1.de. Manchmal ist er Keyboarder von Rammstein, im Herzen ist er Radio 1er. Ich war nicht bekloppt, muss ich selber lachen. Radio 1 Sounds and Stories mit MC Lücke und mit Rott von den Ärzten, dankenswerterweise auch in der zweiten Stunde hier am Start bei Sounds and Stories. Yeah. Ja. Das ist ein ganz böser, böser, böser Bengel. Rod loves you und oh hier ist er. Mann, das sind so viele Gags, an die ich total vergessen hatte. Wirklich? Ja. Aber das muss doch, sagen wir mal so, ja, wo wir schon so jetzt länger hier zusammensitzen und mal richtig plaudern können, ja, und du auch ein bisschen was erzählst. Es ist ja schon so, so sehe ich dich, ich weiß nicht, ob du dich so siehst, aber du bist ja schon so Beatles-mäßig in der George Harrison-Rolle. Ah, okay, oh, okay. Immerhin. Ja, also du bist, ja. Nee, was heißt immerhin? Also ich meine, du bist ein großartiger Musiker, du bist auch ein guter Songschreiber. So, hiermit ging es doch so ein bisschen los, dass die anderen beiden dich auch so gefeatured haben. Ja. Das ist komplett von dir, dieses Stück, das ist eine ganz andere Klangfarbe. Ja. Und Bela und Farin haben gesagt, geil, Rod, ja, mach mal. Mach mal, ja, stimmt, ja. Und damit ist doch auch so eine gewisse, ich meine, du bist jetzt auch schon seit 27 Jahren bei die Ärzte, glaube ich, oder so. Ja, oder 30. Meine oder 30, ja, genau. Circa 30. Und wir wissen ja alle, dass du der beste Musiker bist. Farin betont das auch immer. Wir haben ja eine Sondersendung gemacht und dann habe ich auch nochmal gefragt mit Rod damals und der Gitarre und so. Und dann hat er gesagt, nee, ja klar. Und wenn mir was nicht einfällt, dann frage ich natürlich Rod. Oder wenn ich was nicht spielen kann, dann frage ich natürlich Rod. Aber ich will halt selbst Gitarre spielen. Ja, ja, und so. Und du hast dich dem ja auch untergeordnet. Ordnet. Ja, ja, du spielst dann Bass. Er ist also, ich glaube, er ist aber auch ein ganz schöner Tiefstapler. Er ist schon ein sehr guter Gitarrist. Also, der kann unglaublich gut dieses Fingerpicking, was er jetzt in den letzten Jahren auch extremst geübt hat. Das konnte ich noch nie, das werde ich auch nie können. Also, geht nicht. Nochmal zur Rolle. Du hast ja auch wieder ein großartiges Stück auf dem neuen Album. Ist nicht das einzige, aber Polyester hast du komplett geschrieben, Musik und Text. Und du kriegst jetzt so deinen Song oder zwei oder drei. Oder ja, aber das ist nicht abgesprochen. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder jetzt seinen Slot bekommt, so, weil es halt schon immer so war oder so, sondern es ist, das, ein Song muss es irgendwie auch aufs Album schaffen von sich aus, dass es stark genug ist, dass es irgendwie klanglich passt und dass es auch eine andere Farbe gibt. Also dass es nicht so ein eintöniges Album wird. Dass die anderen beiden jetzt Polyester speziell irgendwie so geil fanden, war mir eigentlich, als ich das gemacht habe, zumindest nicht bewusst. Mir war nur klar, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Shoegazer-Song. Also ich höre privat total gerne so Shoegazer-Bands und finde immer wieder toll, so dieses, vielleicht liegt es auch an meiner Liebe zur Beatles Revolver oder zu dieser 66er-Phase, dass irgendwie immer so ein Schwingen, dass Saiten einfach immer mitschwingen und dass so wenig Akkorde wie möglich, aber doch so viel Dampf irgendwie geben können. Auf der Suche war ich auch schon bei dem Sonderlehre, war ja auch so ein Versuch in diese Richtung zu gehen. Dass ja, großartiger Song. Ja, danke schön. und Polyester ist jetzt auch wieder so ein Versuch von mir, zu gucken, wie weit kann man das schaffen, mit diesen 5 oder 6 Akkorden irgendwie eine Tiefe zu erzeugen, dass es nicht langweilig wird. So, das war so mein Try. Reden wir kurz über diesen Song. Inhaltlich geht es um ein Wesen, das du nicht kennst. Also es ist so, als wenn du dich so in der Rolle eines Alien siehst. Ja, du hast auch noch keine richtige Haut und so weiter. Ja, und ja, es ist eigentlich, es ist eine sarkastische Betrachtung des, und da sind wir bei dem, also es ist ja immer müßig, so Texte zu erklären, aber um das irgendwie, weil das ist mir auch persönlich ein Anliegen, es ist das Thema Plastik einfach. Mikroplastik, der jetzt irgendwie in den Ozean schwimmt und den Fische essen, die Fische werden von uns gegessen, Mikroplastik, der eingeatmet wird, der in Produkten ist, der im Trinkwasser ist und so. Und mit dem Gedanken irgendwie zu spielen, zu sagen, wie verwandelt sich der Mensch irgendwie zu, also es war vielleicht ein visionärer Text, irgendwie zu sagen, wir wissen ja gar nicht, was das für Auswirkungen auf uns haben wird. Also werden wir alle irgendwie sterben an irgendwelchen absurden Krebsarten oder verwandeln wir uns vielleicht in so Plastikmenschen irgendwie oder lassen uns noch mehr Plastik auch noch einbauen in Zukunft, indem wir irgendwelche Handy, Smartphones uns direkt in die Birne aus Plastik irgendwie einbauen lassen. Also das spielt halt so ein bisschen damit, die Verwandlung eines Menschen in irgendwie so ein Plastikmonstrum.
So, das war der Hintergedanke. Aber wenn es doch noch diese andere Ebene für dich hat, ist es umso besser. Ich meine, umso besser für das Stück. Polyester von Rott geschrieben, Musik und Text vom neuen Die Ärzte-Album gestern erschienen. Hell werden wir hören. Aber eine Nachfrage habe ich noch, weil als ich gesagt habe, du hast vielleicht so die George Harrison-Rolle, da hast du spontan gesagt, immerhin. Immerhin. Was hätte es denn sonst sein können? Pete Best. Ein total netter Typ übrigens, Pete Best. Ich habe den mal kennengelernt. Hat er nochmal einen rausgehauen, Olle Merlin Manson, 17 Jahre Grütze, mehr oder weniger. Und jetzt in diesem Jahr mit dem Album We Are Chaos, gerade das Titelstück gehört, eine Zurückwendung zu dem, was er als Jugendlicher geliebt hat. Kind war, glaube ich, nicht, dafür ist er noch zu jung, aber den Glamrock und natürlich, klar, Bowie-Referenzen. David wollte ich gerade sagen. Ja. David wolltest du sagen, ja. Und ich habe die beiden Sachen mal reingeworfen. Davor haben wir gehört Mastodon mit Gibby Haynes von den Butthole Surfern am Gesang mit Atlanta von ihrem neuen Album Medium Rarities. Wollte ich mal abklopfen bei Rod, wie ist es? Ja, hört er noch harte Sachen? Mag er noch Glamrock? Glamrock, ja klar. Ich meine, ich habe neulich mir wieder den Sweet-Dokumentation angeguckt. Die ist, ich glaube, ist auch eine offizielle von denen, aber schon ziemlich alt. Da sind auch ganz viele Live-Aufnahmen von denen dabei. Super. Also was für eine geile Band. Ich habe die ja leider nur zweimal live gesehen in meinem Leben. Leider nicht mehr mit Andy Scott. Also ich habe Andy Scott getrennt von Sweet gesehen. Andy Scott hatte ja seine eigenen Sweet. Das war ziemlich gruselig. Aber die Sweet mit Mick Tucker, Andy Scott und irgendeinen neuen Sänger, den sie hatten, das war richtig knallhart, das war gut, das war richtig gut. Ich habe die damals im Tempodrom hier gesehen, im Zuge von irgendeinem Festival oder so. Nee, im Quartier Latin habe ich die gesehen, das war super. Das war wirklich geil. Ich glaube, ein paar Jahre später ist dann Mick Tucker auch noch ausgestiegen. Es ist ja eigentlich nur noch Andy Scott's Suite. So. Ja. Und ja, ich meine Slade. Der Slade-Film, immer noch großartig. Wir sind, wie ist die Veranstaltung in Chemnitz? Wir sind viele. Ja, wir sind mehr, ne? Wir sind mehr. Auf dem Rückweg bin ich mit Campino im Auto gesessen und wir haben auf der Rückfahrt eigentlich nur Slade volle Pulle gehört. Also das war wirklich, boah, ey. Also ich hatte so eine Best-of dabei oder so eine Box, die Slade-Box irgendwie. Und ich meine, wusste gar nicht, dass Campy so ein extremer Experte total, ist. Also ja, was ich mit Beatles kann er mit Slade irgendwie. Ja. Und Tabas sagt, nee, das Stück ist scheiße, mach mal die und die Version. Ich so, ey, sorry, ich habe nur diese eine Platte hier. Jetzt so, ist egal, damit kann man auch leben. Also schon war auch ganz geil, so Slade mal wieder zu hören. So ja, intensiv, so laut. Ja, er hat da lange Campino mit hinterm Berg gehalten irgendwie, aber seit ein paar Jahren bekennt er sich wirklich offensiv zu Slade. Ja, aber vor allen Dingen versteht man ja dann auch, warum die so einen Sound machen, die Hosen. Das ist ja wirklich so ein Terrace-Sound. Das ist ja dieses Mitsingen, das erklärt das komplett. Also war mir nicht bewusst. Und seitdem ist mir das komplett bewusst. Ja, T-Rex gibt es auch einen neuen Sampler. Angel-Headed Hipster, The Songs of Mark Bolan und T-Rex. Ja, ist ein 24-Track-starkes Doppelalbum mit sehr vielen weiblichen Künstlerinnen. Nick Cave ist dabei, U2, Elton John, also auch große Namen. Es ist, sagen wir mal, jetzt 50 Jahre Glamrock ist es ja eigentlich. 1970 war so die große Zeit von T-Rex, da ging es los, 71, 2. Und das ist schön, daran erinnert zu werden. Und es ist schön, wenn man das dann wiederhört bei anderen Künstlern. Absolut. Vor allem, ja, wenn jemand dann sich nochmal so ein bisschen aus dem Dreck zieht, wie Marilyn Manson musikalisch. Also er kriegt viel Anerkennung für dieses Jahr und 17 Jahre lang musste er damit leben, dass er eigentlich nach Hollywood nichts mehr so richtig auf die Reihe gekriegt hat. Das ist schon hart, oder? Ganz schön vernichtendes Urteil. Ja, ja, ja. Ich meine, ich war ja auch nie ein großer Marilyn Manson-Fan. Ich fand halt die Videos beeindruckend, die allerersten. Und fand aber auch immer so soundmäßig, es ist eigentlich mit Nine Inch Nails, was diese Richtung angeht, schon längst alles gesagt gewesen und er konnte ja da wirklich nicht einen draufsetzen. Das war dann eigentlich nur noch die Optik und dieser Schockmoment und das war mir eigentlich zu sehr so ein One-Track-Pony irgendwie. Das hat mich nicht so umgehauen. Und live war das ja auch relativ langweilig. Ich habe den, glaube ich, vom zweiten Album auf der Tour in Hamburg in der Große Freiheit gesehen. Das war total
öde. Also so, da passiert ja nicht viel. So. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen mehr, weil das steht für mich natürlich auch in der Tradition von Alice Cooper, den er ja auch sehr bewundert hat. Absolut, und Alice ja. Cooper hat das ja dann erwidert. Die sind ja zusammen auf Tour gegangen. Und er ist halt noch so einer der wenigen aus den 90ern, die dann daran angeknüpft haben. Schockrock. Ja, Schockrock. Die sich sowas getraut haben oder so. Ne? Reden wir mal darüber, wo ihr angeknüpft habt. Also du hörst immer noch harte Sachen, das wollte ich wissen. Ich höre immer noch hart, ja, ja. Also ich bin ein bisschen mehr so in Richtung Stoner, Doom-Rock-mäßige. In der Ecke bin ich eigentlich mehr so. Also meine absolute Lieblingsband sind immer noch Uncle Acid und The Deadbeats. Und die habe ich auch so oft ich konnte immer, bin ich hingefahren, habe mir die immer angeguckt. Also wenn die in Berlin sind, bin ich eigentlich immer da. Shoegazer-Sachen höre ich auch total gerne. Also Cheetahs war so eine Entdeckung vor 2 Jahren. Dann Toy. Mhm. Auch so eine sehr grufti-artige Musik, aber auch viele Verzerrungen. Also ich mag es schon, wenn irgendwas krank klingt irgendwie und aber trotzdem eine gute Melodie hat. So, das ist schon ganz geil. Mastodon zum Beispiel, was du vorhin vorgespielt hast, da war ich doch überrascht. Das klang sehr punkig für Mastodon, also zumindest das, was ich von denen so kenne, so die ersten beiden Alben nur. Und dann auch Elektronik drin, ist schon verwunderlich. Oder machen die das jetzt? Nee, ist ein besonderes Album, heißt Medium Rarities. Okay. Also da haben sie so rausgepackt, was sie sonst noch so gemacht haben. Aus dem Giftschrank. Ja, aus dem Giftschrank. Apropos aus dem Giftschrank, oder weiß ich nicht. Aber es gibt eine Oi-Hommage auf dem neuen Ärztealbum. Ja, alle auf Brille. Das ist gemein. Also es war früher schon so, ich kenne das auch aus der Schulzeit und ich habe immer gesagt, warum guckst du denn durchs Fenster? Komm doch rein. Das ist auch gemein, ne? Zu Brillenträgern. Mies, ne? Echt mies, ja. Aber euch ist doch schlimmer. We hate those four-eyed cunts. Four-eyed cunts, ja. Ja, was soll ich zu dem Lied sagen? Also, es sind ja schon komische Sachen an dem Lied. Einerseits der Text, ne, wo der sich über die Brille, aber es hat ja auch eine Wendung gegen Ende, das Lied, textlich, ne, dann muss er nämlich selber, stellt er fest, dass er eine Brille braucht. So ist recht. Das Einsehen dann irgendwie, scheiße, ich habe eigentlich nur Mist gemacht, die Zeit vorher. Und dann halt eben auch Oi-Musik. Ich meine, das ist so ein Subgenre des Punkrock, der komplett, also zumindest bei mir, wirklich über viele Jahrzehnte vergessen war. Also ich meine, ich habe auch ein paar Oi-Platten, klar, ich habe Cockney Rejects, war damals Pflicht, musste man im Schrank haben. Ich habe auch Four Skins und wie sie alle hießen, Red Alert und so, diese Red Skin-Sachen. Und dann war das, glaube ich, nach 83 habe ich das einfach komplett verdrängt. Und das war auch einer der Momente. Bela kommt ins Studio, hat dieses Lied hier, ich habe einen neuen Song. Und das fängt an mit dem The Voice of Feelman is Calling You, war sofort klar, Carry On Oi, der Sampler, den auch jeder Altpunk irgendwie im Schrank haben muss. Klar, ich meine, war klar, die Nummer muss aufs Album, hallo? Wir haben uns auf jeden Fall gut beämmelt, als er es das erste Mal vorgespielt hat. Ja, ich auch, als ich es gehört habe. Und dann noch ein drauf. Man muss dazu sagen, das war für mich auch ein Single-Kandidat für die erste Single. Ehrlich? Ja, und dann habt ihr noch einen draufgesetzt mit Woodburger. Ja, das ist ja super gay, super schwul. Das macht ja nur noch Spaß. Das ist ja so zum Feiern. Da gibt es sogar ein Doors-Zitat. Das ist funky, ist groovy. Ja, am Ende endet es in einer Session. Du lachst und der letzte Satz quasi vom neuen Die Ärzte-Album Hell kommt von Rod und heißt voll geil. Voll geil. Damit hört euer Album auf. Damit, dass du sagst, voll geil. Ja, ich meine, das ist, Marvin Gaye ist da drin ganz viel. Wir haben uns im Studio, als wir im Studio waren, das Lied auch, ob wir es schon aufgenommen hatten oder dabei waren, das aufzunehmen, Motown-Dokus geguckt und so, um zu gucken, wie haben sie den Sound gemacht und so. Und da kommen ja die Protagonisten auch nochmal zu Wort. Klar, ist alles da drin. Und das haben wir sofort verarbeitet. solange es noch frisch war. The voice of Fearman is calling you. We got a message on it. Jetzt ist mal gut, Dickerchen. Wir wollten noch ins Kino gehen. Du, sag mal. Ja. So komm. Voll geil. Woodburger, die Ärzte vom ca. 26. Studioalbum Hell und davor auch ein besonderes Lied, Alle auf Brille, die Eu-Hommage. Mann, ey, wir sind schon so alt, ja, und ihr vor allem, ja, auch über 50 und habt dann noch so einen kindlichen Spaß an dem ganzen total. Scheiß. Ne? Hat auch wirklich Spaß gemacht, das einzubrüllen. Und wir haben ja, ich weiß noch, als es dann gemischt war, irgendwie klingt das noch nicht so wie damals. Der Olli, einer unserer Toninks und Mischern und Co-Produzenten, irgendwie so, was soll ich denn da machen? Ich habe da schon so einen Raumriff, das sollte halt klingen wie so im Stadion, weißt du, wie die Cockney Rejects-Platten. Meine ich so, pass auf, nimm nicht das teure Effekt-Reverb, nimm doch einfach mal ein SPX-90, also so ein ganz altes, wirklich altes Scheißding. Und siehe da, der Preset Stadium oder Big Hall, und das klang sofort nach, so wie wir es brauchten. Du warst.
Eure Tourrott, natürlich leidet ihr wie wir alle darunter, dass es keine Live-Musik im Moment gibt, dass ihr in eurem Fall keine geben könnt. Ja, wir leben alle in der Hoffnung auf Live-Musik und in der Erinnerung selbiger. Ja, ich habe manchmal so gedacht, während Corona-Zeit ist ja doch ganz gut, dass ich schon so alt bin. Ja, viele Gründe findet man ja nicht, aber ich habe schon so viel live erleben dürfen. Ja, und deswegen so eine Pause, sie schmerzt jetzt so langsam. Ja, jetzt haben wir eine Saison verpasst irgendwo, aber es geht noch. Aber wenn ich jetzt jung wäre und wie ich damals 5-mal die Woche beim Konzert irgendwo war, egal, das findet alles nicht statt für die Jugendlichen, auch nicht für die Ärztefans, die müssen jetzt ein Jahr warten. Genau. Immerhin habt ihr, die Tour steht noch und sie die beginnt steht, dann in Berlin, hört nicht auf, sondern beginnt Ende Oktober in Berlin. Mhm, genau. Ja, es ist scheiße. Ich meine, das Schlimme an dieser in Anführungsstrichen Corona-Krise oder Pandemie ist ja, das wird ja total viele Clubs auch in Mitleidenschaft ziehen. Ne? Also viele müssen wahrscheinlich insolvent gehen. Und das betrifft jetzt nicht die Ärzte unbedingt, weil wir spielen in großen Arenen so, die es wahrscheinlich noch in 100 Jahren noch geben wird, noch größer und noch feiner und noch mehr Technik. Aber so der kleine Hunderterladen, ne, das ist echt schlimm. Also wo sollen denn Bands dann anfangen? Oder überhaupt, wo soll ein Musikfan, der Freund hat, der in der Band spielt, irgendwie seine erste Show vor 80 Leuten oder so, das wird er gar nicht mehr erleben können, weil es die Läden einfach nicht mehr gibt. Und wenn so ein Laden erstmal weg ist, dann ist da ruckzuck irgendwie ein McFit drin oder ein Kaffeeladen oder so und dann war's das mit dem Club. Also das ist ja das Problem, dass dann es findet ja dann auch kein Ersatz statt. Also was mich total überrascht und auch schockiert hat, ist, wir haben jetzt viele Aktionen begleitet von Radio 1 aus United We Stream. Ja, das ist so die Techno-Variante, dass man da jeden Abend aus dem Club einen DJ aufgelegt hat. Funktioniert auch noch mit DJs, bei Bands ist schon schwieriger. Mit Arnim haben wir es probiert so ein bisschen. Der war auch beim Esso, um das Esso zu retten, hat ein paar Gäste dabei gehabt, hat eine Mischung gemacht aus DJ-Set und ein bisschen Live-Musik. Und da war ich auf der O-Straße und die war voll, proppevoll. Vorm Franken war der Bürgersteig total voll. Also wenn du, die Autos mussten wirklich aufpassen, wie in besten Zeiten, dass sie niemand erwischen oder sowas. Ja. Und du bist im Esso und es ist total leer. Wir haben alle Masken auf, wir sind alle stark und draußen tobt das Leben. Ja. Und dann war ich auf dem Roten Wagen für die Veranstalterszene hier vor ein paar Wochen bei Alarmstufe Rot. Ja, und da ist mir nochmal klar geworden, weil ich habe ja die Fakten andauernd immer vorgelesen für den Zug, dass hier eine ganze Branche Berufsverbot hat. Ja, und dass auch nicht geguckt wird, wie am Fußball, was wären die kleinen Schritte, was können wir machen oder sowas. Ja. Und als ich mir das Album angehört habe von euch, dann habe ich auch mit eurem Manager gesprochen und der sagt, er kauft jetzt Stühle für die Columbia-Halle, weil er irgendwie irgendwas machen will. Und wir haben gar keine Perspektive. Nicht wirklich, nee. Also die einzige Perspektive, die da ist, ist die Impfung. Wenn es eine Impfung gibt, dann kann man sagen, okay, dann ist es eine Sache wahrscheinlich vor ein paar Monaten oder mehreren Monaten, dass zumindest die Risikoleute irgendwie sich impfen lassen können. So, und dann kann man sehen, okay, wer sich jetzt noch ansteckt, irgendwie, vielleicht gibt es eine Impfung gegen oder nicht, oder die nehmen es auf eigene Kappe. Aber ohne das wird es einfach, die Konzerte, so wie wir sie kennen, ne, also mit Schweiß und eng zusammenstehen und rumgrölen und Körperflüssigkeiten austauschen, das wird es einfach nicht mehr geben. Ja, und die kleinen Clubs, apropos Körperflüssigkeiten austauschen, KitKat Club ist berühmt dafür, stehen vor der Insolvenz. Ja, auch das Esso, die haben gerade mal Luft gehabt für einen Monat, da habe ich schon gedacht, also wie wird denn eigentlich in der Musikszene gewirtschaftet, dass man gerade mal Luft hat für einen Monat und dann ist man blank. Ja, es ist halt wirklich auf Kante genäht, diese Branche. War mir so nicht so klar, aber ist brutal. Ja, aber wie wir sehen ja auch scheinbar auch die Reisewirtschaft, ne? Also die Leute, die immer noch auf ihr Geld warten für ihre Tickets, die nicht stattgefunden haben, die warten da jetzt auch schon ein halbes Jahr drauf, kommt immer noch nichts. Also es ist scheinbar alles auf Kante genäht gewesen. Krass, ja, sehr krass. Neulich im Kino Tor gesehen. Tor, die Ärzte vom neuen Album Hell. Warum heißt es übrigens Hell? Ja, das ist immer so eine Standardfrage, die muss drauf haben. Genau. Die Standardantwort wäre, warum nicht? Und warum habt ihr so fiese Augen auf dem Album? Und habt ihr das natürlich gemacht oder mit Photoshop? Nee, das sind eigentlich unsere normalen Augen. Und wir laufen eigentlich nur mit so Glasaugen rum in der Öffentlichkeit, damit es nicht auffällt. Sehr gut. Dann haben wir doch die wesentlichen Fragen geklärt und dass Farin Urlaub sich jetzt beschwert, dass Chris Hemsworth ihnen seinen Körper geklaut hat, hat mich gewundert, weil Farin mir gegenüber schon öfter gesagt hat, er hätte, wie sagt er das immer, bei der Körperlotterie gewonnen. Kanntest du den noch nicht? Nee, den kannte ich noch nicht, dieser Vogel.
Ach, Rod, war richtig schön, dass du hier warst. Es war mir eine Ehre. Ja, das hat auch Spaß gemacht und wir haben wirklich mal eine Menge erfahren. Also vielen Dank auch für aus dem Nähkästchen zu plaudern, für deine Ehrlichkeit. Die Ärztefans werden das gutieren, werden das zu schätzen wissen. Ich hoffe, du kriegst keinen Ärger zu Hause. Ach, Quatsch. Nee, aber so viel. Also so viel, wir haben dieses Thema ja irgendwie auch ausführlich abgehandelt in Biografien. Wir sind ja mittlerweile auch schon zwei erschienen, glaube ich, in dieser Pausenzeit. Also ich habe nichts Neues erzählt eigentlich. Okay. Vielleicht nur auf den Punkt gebracht. Ja, das wäre doch schön. Ja, dann hätte die Sendung ja einen gewissen Nährwert. Also absolut, absolut. Wer sie Gewinn bringt. Ja. Und nur für Erwachsene. So, das wollen wir nicht vergessen. Rod Gonzalez war hier zum neuen Die Ärzte-Album auf die Tour. Müssen wir warten. Sie war eh ausverkauft. Ja, da muss man dann sehen, ob Leute Karten zurückgeben. Man muss aber vor allem erstmal sehen, ob es dann wirklich losgehen kann. Am 30. Oktober, glaube ich, war das erste Konzert Max-Schmeling-Halle. Mhm. Und da drücke ich euch wie allen anderen Musikern, wie uns selbst auch, den Radiomacherinnen und Machern, den Fans. Ja, wir wollen Live-Musik, wir wollen euch auf der Bühne sehen. Ja, mit hoffentlich sind mit wir dann noch keine Album. 60. Ja, also das sind wir wir sind noch keine 60 und ich, fast nah dran. Ja. Aber ich möchte nochmal ein Kompliment öffentlich hier machen. Das ist ein absolut amtliches, stabiles Ärztealbum. Es hat Hand und Fuß. Es ist, wenn die Ärzte ein Album machen, ist es ein Album. Es hat diverse Höhepunkte. Eine gute Balance zwischen Reflexion und nach wie vor dem postpubertären Spaß. Also à la Bonheur. Herzlichen Glückwunsch. Das ging runter wie Öl, liebe MC-Lücke. Vielen Dank, dass du hier warst, Rod. Gerne. Und zum Abschluss, Leben vor dem Tod, da gibt es sowohl den Beatles als auch den Depeche Mode Touch. Sehr gefühlvoll, fast schon balladesk. Möchtest du noch was Abschließendes sagen zum Leben vor dem Tod? Remember, I love you. Natürlich. Rod Gonzalez in Sounds and Stories auf Radio 1. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung ist zu Ende. Und doch noch da. Gleich, sofort und jetzt. Auf radio1.de.